Ja, Vollformat oder APS-C ist tatsächlich, glaubt ihr gar nicht, die Frage, die mir bei Instagram mit am meisten gestellt wird, neben welche Kamera sollte ich mir kaufen, so als erste Kamera. Und nee, eigentlich ist das eine Lüge. Die meiste ist tatsächlich, habe ich eine Kamera zu verschenken. Mindestens dreimal am Tag bei Instagram. Aber um die geht es gar nicht. Aber sonst sind die Fragen, die sonst nicht damit zu tun haben, die meiste tatsächlich, welche Kamera kann man sich kaufen, wenn man anfängt, wenn man vom Smartphone kommt und tatsächlich Vollformat und APS-C, ist das irgendein Unterschied? Vielen habe ich tatsächlich im letzten Jahr die EOS M50 Mark I empfohlen. Die habe ich ja schon mal reviewed vor einem Jahr oder anderthalb. Ich verlinke euch das Video mal. Rechts oben ist da, ne? Gut, könnt ihr euch mal angucken, da seht ihr, was ich dazu gesagt habe. Und ich habe jetzt von Canon hier die EOS M50 Mark II. Die kommt Ende des Monats raus, man kann sie jetzt schon vorbestellen. Und ja, ich habe das damit verbunden, gerade wegen APS-C-Vollformat, weil das ist halt eine wichtige Frage. Und wie gesagt, ich finde, dass die Kamera eine sehr gute Einstiegskamera ist, habe ich zur letzten Kamera gesagt. Und die Kamera ist ja fast die gleiche in grün, nur ein bisschen aufgebohrt. Und ja, wollte ich das mal in den Zusammenhang zeigen und erzählen. Also, APS-C-Vollformat. Tatsächlich ist das gar nicht so einfach. Das hängt so ein bisschen davon ab, was ihr machen wollt. Ich persönlich, ich filme, werde jetzt gefilmt von der C200. Die filmt in Super 35, das ist annähernd APS-C. Und fotografieren tue ich aktuell mit der 1TX, auch in APS-C. Wenn ich filme, allerdings filme ich damit auch häufig in Super 35, also quasi auch im Modus. Und eigentlich filme ich mit dieser Kamera. Das ist die C300 Mark III. Die ist schön ausgebaut, damit ich damit alles machen kann. Mit Audio und Funk und allem, was dazugehört. Und so groß und schwer, wie sie aussieht, so teuer ist sie tatsächlich auch. Aber auch sie hat kein Vollformat. Ist also auch nur Super 35, sprich APS-C. Und nun ist die Frage, wieso eine Kamera, die fünfstellig kostet, dann kein Vollformat irgendwie hat. Und wieso alle immer sagen, Vollformat ist so geil. Vollformat hat so ein paar Vorteile. Man hat meistens geringeres ISO-Rauschen, bei den neueren Sensoren aber auch nicht mehr so viel wie früher. Und man hat mehr Weitwinkel, theoretisch, praktisch, wenn man auf APS-C 10 mm hat, dann ist es umgerechnet auch 16 mm, also es nimmt sich dann gar nicht so viel. Und man kann etwas mehr Bokeh zaubern. Man muss halt bei Super 35 oder APS-C, so wie zum Beispiel dieser Kamera hier, wo ich dann gleich zu komme, muss man 1,5 mal mehr weniger Blende haben. Ne? Also wenn ich jetzt meinetwegen Look von 2.8 haben möchte, dann muss ich dann irgendwie 1.8 haben. Aber ich filme zum Beispiel mit ganz vielen 1.8 Blendenobjektiven wie diesem hier. Das, was mich jetzt filmt, ist halt gerade 1.4. Und dann hat man auch einen Look, der Vollformat ungefähr 2.8 entspricht. Und den finde ich auch ganz angenehm. Und tatsächlich muss ich sagen, so Vollformat Blende 1.4 finde ich fürs Filmen viel zu doll. Fürs Fotografieren geht's vielleicht. Ja, also so mal am Rande. Also APS-C Vollformat ist kann man ganz unterschiedlich sehen. Man kann mit APS-C genauso gut filmen. Man hat sogar günstigere Objektive, das ist ein Vorteil. Genau, nun ist die Frage, was hat das mit dieser Kamera zu tun? Und wieso ich diese Kamera als Einstiegskamera empfehlen würde? Ja, die Kamera hat APS-C, sie ist sehr klein, sie ist sehr handlich. Also ich muss sagen, ich nutze eigentlich große Kameras. Also ich nutze diese, wenn ich fotografiere und wandern gehe, die 1DX seit jetzt fast einem Jahr. Und das ist eine tolle Kamera. Die ist aber wirklich schweineschwer. Wenn man jetzt damit sich zum Beispiel filmt oder vloggt oder so, man hat die dann auf dem Gimbal, also kann man die ja schwer halten. Es ist wirklich schwer irgendwann, ne? Habe ich Gimbal gesagt? Ich meinte Gorillapod. Ist ja auch Banane. Ist jedenfalls eine sehr schwere Kamera. Und man kann damit tolle Fotos machen, keine Frage. Obwohl sie auch nur 20 Megapixel hat, trotz der Größe. Die hat, ich glaube sogar 24. Davon mal ab. Genau, und weiß ich nicht, man kann damit gute Fotos machen, gute Videos, aber sie ist halt echt schwer. So, und ich war im letzten Jahr, habt ihr vielleicht mitbekommen, mit Matthias Blum, meinem Kumpel aus Usedom, war ich so quer durch Deutschland, eine schöne Rundreise gemacht und viel auf Bergen gewandert und so. Bin ja so regelmäßig unterwegs. Und ich stelle immer wieder fest, ich habe einen Rucksack drin, die Vollformatkamera und weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 Objektive und dann hast du da irgendwie 10, 15 Kilo auf dem Rücken und kratzt jetzt damit die Berge hoch. Das kann man machen, um dann die beste Qualität zu haben. Aber ich habe tatsächlich auch teilweise dann oben Smartphone-Fotos gemacht, die ich dann lieber gepostet habe, weil die manchmal besser aussahen. Also, ich will damit sagen, der Moment, den man einfängt, ist eigentlich wichtiger als die Kamera und das Objektiv. Und gerade wenn man jetzt irgendwie wandern geht, dann ist so eine kleine Kamera halt wesentlich besser. Das ist eine kleine Kamera, du hast das Objektiv, das sind jetzt hier 11 bis 22, also umgerechnet sind das 16 bis 35 ungefähr. Und dann habe ich hier noch so ein 15 bis 45, was dann umgerechnet 24 bis 70 oder sowas sind. Also ne, so wie die 16, 35, 24, 70er. Und so ganz, ganz klein, ganz, ganz leicht. Und ja, die Objektive haben mit Sicherheit nicht die Qualität wie die L-Objektive von Canon. Aber die wiegen auch nur einen Bruchteil und sind halt ganz klein und auch gar nicht so teuer. Und dann ist immer die Frage,
was möchte man jetzt irgendwie machen? Möchte man die bestmögliche Qualität irgendwie haben? Dann führt an teuren Kameras und langfristig wahrscheinlich am Vollformat auch kein Weg vorbei. Es sei denn, ihr wollt vielleicht Tierfotografie machen. Mit APS-C seid ihr immer dichter dran. Das heißt, ihr braucht nicht so viel Zoom und könnt Tiere dichter fotografieren. Und wenn ich zum Beispiel hiermit filme, dann bin ich immer viel dichter dran, als wenn ich daneben die 1DX habe. Deswegen nehme ich die dann auch immer Super 35, damit ich gerade bei Interviews schön dicht drankomme. Genau, deswegen ist eigentlich so eine kleine Kamera wirklich praktisch. Und die ist nur wirklich sehr leicht, sehr handlich. Sie kann eigentlich alles. Sie hat, weiß ich nicht, so wenn du jetzt vom Smartphone kommst, das habe ich auch schon zu M50 Mark I gesagt, dann kannst du damit im Automodus fotografieren und die macht eigentlich ziemlich viel selbst. Oder du kannst auch wie ein Profi im Manuellmodus gehen und kannst dann alles manuell einstellen. Du kannst auch Videos filmen, Full HD mit 60 und 4K mit 25, ich glaube sogar bis 30 Frames pro Sekunde, wenn man im 4K möchte. Das geht alles. Und ja, wenn du jetzt aber wirklich unterwegs bist, du bist reisen, ja, dann kannst du unterwegs ein paar Vlogs machen, so, da reicht ja meist Full HD. Wenn ich meine YouTube-Statistik angucke, 70% von euch gucken über Smartphone. Und ich lade immer 4K hoch, ich habe sogar schon mal 8K hochgeladen, das guckt sich wahrscheinlich keiner in der Qualität an. Deswegen reicht eigentlich Full HD theoretisch für YouTube aus. Ich mache es nur, weil ich habe halt Kunden, weil ich ja eigentlich Filmemacher bin und die gucken sich auch meine Videos manchmal an. Und gute Werbung kann nicht schaden. Aber sonst würde Full HD vollkommen ausreichen. Wenn du die so hast, so, die kannst du in der Hand halten, die schön klein so zum Vloggen, ne? So super praktisch. Genau, und die Kamera, was jetzt sehr cool ist, die ist sogar für Stream geeignet. Also könnte man mit jeder Kamera tatsächlich machen, aber viele Kameras, so wie auch meine 6D Mark II, die ich jahrelang genutzt habe, die auch Vollformat ist, die können kein Clean HDMI. Das heißt, man kann über den HDMI gibt er immer die ganze Bildschirmanzeige mit aus. Und man kann zwar manuell irgendwie alles ausstellen, aber spätestens, wenn du aufnimmst, siehst du immer den Rekordpunkt beim Stream. Und ich streame ja viel, also beruflich jetzt. Ne? Ich habe dann mit 4, 5 Kameras bin ich vor Ort und Pult und dann über mehrere Kanäle und so für viele Kunden. Und da ist immer wichtig, dass ich die Kameras halt habe, die auch gut aussehen. Und da kann man tatsächlich mit der auch sehr gut streamen, weil die dieses Clean HDMI hat. Das heißt, dass nichts übertragen wird. Man hat also ein cleanes, klares Bild. Und man kann sogar, das finde ich sehr witzig, Stream direkt per Funk. Also man kann, wenn du jetzt einen YouTube-Kanal hast, richtest du den ein, den kannst du über die Canon Image App, heißt der glaube ich, kannst du das verbinden. Und dann kann man sich sein YouTube-Konto da einrichten. Und dann gibt es hier auf der Kamera Menüpunkt tatsächlich, der heißt Stream oder beziehungsweise YouTube. Und wenn du dann im YouTube-Kanal einen Stream anlegst und dann bist du mit der Kamera verbunden im WLAN-Netzwerk im örtlichen, dann kannst du das hier auswählen und kannst tatsächlich deinen Stream, den du angelegt hast, auswählen und kannst dann mit der Kamera direkt ohne ein Kabel zu YouTube streamen. Das ist halt voll cool. Das habe ich getestet, das funktioniert auch. Und ja, ich würde es jetzt beruflich nicht nutzen, weil ich meistens halt lieber Kabel nutze, wegen der Latenz und so weiter und so fort. Aber man kann es halt machen, was halt ein sehr cooler Nebeneffekt ist. Das heißt, so als Streaming-Kamera ist die gut geeignet, weil clean HDMI und gleichzeitig sogar Funk. Habe ich so auch noch keine Kamera gehabt. Und gerade die kleinen. Meistens kaufe ich ja deshalb die großen Kameras. Ich hole sie nochmal hervor. Ja, der Sinn von dieser Kamera ist ja nicht, dass sie jetzt besonders groß aussieht. Gut, ein bisschen schon. Ich kriege dadurch mehr Kundenaufträge. Aber im Endeffekt habe ich mir sie deshalb gekauft, weil sie viele Möglichkeiten hat. Das heißt, ich habe einen HDMI-Anschluss, ich habe Anschlüsse für Timecode, ich habe Audio, ich habe vernünftige Klinkenbuchsen, ich habe unter Umständen LAN-Anschlüsse. Ich kann damit ganz viele Sachen machen und kann ganz viele Sachen einstellen und so, die ich halt mit normalen Kameras irgendwie nicht kann. Das ist eigentlich der Grund für so eine Kamera. Jetzt nicht unbedingt, damit sie schön groß ist. Weil die ganzen kleinen Kameras können das ganz häufig nicht. Also ich weiß, die 5D Mark IV zum Beispiel damals, ich glaube die EOS R, die kam auch clean HDMI und die meisten günstigen Kameras so unter 2000, die haben das bisher nie gehabt, die aber schon. Das finde ich ist eigentlich eine sehr feine Sache. Für die, die von der Mark I jetzt kommen, würde ich die jetzt nicht nehmen, die Mark II, weil es ist fast die gleiche. Also bis auf vielleicht das clean HDMI und das Stream ist jetzt nicht so viel anders. Würde ich euch nicht empfehlen. Aber dafür ist sie auch gar nicht gedacht. Sie ist wirklich gedacht an Content Creator, vielleicht Leute, die YouTube-Videos drehen wollen, dafür ist sie auch gut geeignet, also jetzt so für mich. Es gibt tatsächlich auch ein paar YouTuber, die auch mit der EOS M50 filmen. Ich glaube, Mark Arzt zum Beispiel, der filmt auch mit der EOS M50. Und die macht halt ein schönes Bild und die ist für sowas vollkommen ausreichend. Und fürs Reisen macht man nebenbei noch Fotos oder kann Produktfotos auch nebenbei machen oder so für seine YouTube-Kanäle oder... Dafür ist halt echt gut geeignet. Zur Frage APS-C oder Vollformat, um die es auch ging, beides. Hängt davon ab, was ihr machen wollt. Wenn ihr Nachtfotografie machen wollt, dann definitiv Vollformat, weil ihr halt weitwinkliger kommen könnt und mit größerer Blende und so und meistens mehr ISO nehmen könnt. Da seid ihr besser aufgehoben, weil wenn ihr
weitere Blickwinkel habt, dann könnt ihr länger belichten, dann braucht ihr weniger ISO, kommen bessere Sternfotos raus. Also für Sternfotografie definitiv Vollformat, das ist sinnvoll. Und für Tierfotografie würde ich APS-C tatsächlich empfehlen, weil ihr dichter ins Tier rankommt und ihr wahrscheinlich bei der Tierfotografie nicht unbedingt das Tier gleich vor der Nase haben wollt. Ja? Also wenn jetzt richtig Wildlife jetzt geht, ne, dann ist APS-C wirklich ganz gut, weil ihr kommt einfach immer um das 1,6-fache dichter dran. Das ist wirklich ein Vorteil. Ja, insofern bleibt mein Fazit vom letzten Jahr unverändert. Ich finde, es ist eine sehr gute Einstiegskamera, eine sehr gute Vlogkamera. Und dazu ist es jetzt auch noch eine sehr gute Kamera für Content Creator und gerade für YouTuber, die auch vielleicht über noch nebenbei streamen wollen, bei Twitch oder so, weil ihr ja wie gesagt den Clean HDMI habt. Das heißt, ihr könnt nicht nur Videos damit aufnehmen, sondern auch noch nebenbei sehr gut streamen. Und bei Bedarf auch über WLAN streamen, wenn ihr das unbedingt möchtet. Kleines Mikrofon drauf und dann kann der Spaß schon beginnen. Wenn ihr Fragen dazu habt, haut das unten in die Kommentare. Ich beantworte das gerne. Ansonsten gerne das letzte Video halt nochmal gucken und da sind vielleicht schon einige Sachen dann beantwortet. Die ganzen Specs habe ich jetzt nicht gesagt, die sagen bestimmt einen Haufen andere Leute. Also ich verlinke euch unten drunter die Canon-Seite, da steht das alles drin. Ansonsten, ich habe noch ein Tutorial, was ich noch hochladen muss, das gibt es demnächst. Und dann mal sehen, ob es vielleicht mal wieder einen Vlog gibt. Ich hätte echt Lust drauf. Ich habe jetzt ja ein paar Tutorials gemacht und festgestellt, so Vlogs wären mal wieder ganz nice eigentlich. Ich muss bloß vielleicht meine Mitarbeiterin. Nee, der Mitarbeiter ist nicht zur Mitarbeiterin geworden, es ist eine andere Person. Ja, du lachst. Vor 3 Videos habe ich gesagt, ich habe Mitarbeiter eingestellt. Jetzt rede ich von Mitarbeiterin. Ist so. Genau, wir sehen uns also im nächsten Video. Haut rein. Tschüss. Oh Gott, ich muss mal was trinken. Das ist echt der Tropfen aus dem heißen Stein. Okay, das war's. Ja, ich habe nichts mehr zu trinken. Ich glaube, ich muss langsam aufhören.